Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge der Polarmap. Yavi oder so heißt sie ähnlich. Ihr findet es in der Videobeschreibung. Nach dem Fehl gestern 50 Minuten. Ich weiß nicht, wer es bis zum Schluss angeguckt hat. Lasst gerne einen Daumen da für euch. Und ich habe beschlossen, also es ist einfach zu umfangreich. Wenn ich es mal irgendwann weiß, wenn ich jemanden hier habe, der sich auskennt, werden wir hier auch sowas mal dementsprechend bestücken. Aber wir werden es jetzt wirklich nutzen. Hier drin können wir sagen, okay, das ist die. Wir übernehmen und sagen, beschicken. Und Beschickung kostet uns 2000. Ist es mir allemal wert. So, jetzt geht's auch gleich los. Es fährt gleich alles hoch. Finde ich dann wesentlich schöner. Wir haben jetzt 7:45 Uhr. Die Pisten würde ich jetzt auch alle mal präparieren lassen. Wir müssen. Damit wir dementsprechend auch Kunden haben. Ich kriege die natürlich jetzt nicht alle repariert. Geplant ist halt wirklich hier einen Singleplayer zu machen, einen Multiplayer zu machen, wo mir Leute helfen können. Dementsprechend Pistenraupen fahren, wer sich auskennen kann, auch gerne die Seilbahn bestücken oder garagieren. Da habe ich dann kein Ding. So, jetzt haben wir erstmal die Dings alle gemacht, die Pisten in Auftrag gegeben. Der fährt jetzt langsam hoch hier. Finde ich ja halt schon richtig nice. Ich habe es natürlich nicht gesehen, ob die Garagen hochfahren hier, ob die Garagen hochfahren. Ob die WIP fährt, glaube ich, nicht mit. Aber alle anderen fahren dann. So, jetzt haben wir schon 30.000 ausgegeben. Also wir können auch nichts verdienen, wenn die Pisten nicht fertig sind. Die fahren jetzt langsam raus hier. Jetzt auch hier, die Weichen sind richtig umgestellt, das stellt ja alles richtig ein. Ich würde noch mal zur Zentrale gehen. So, jetzt sehen wir hier, dass alles kein hoher Schnee mehr liegt. Wie gesagt, Pisten sind repariert. 8.30 Uhr starten die bis 24 Uhr oder 23 Uhr. Können wir auch ein bisschen Geld verdienen. Die Frage ist, Geld verdienen. Gäste, hier ist es. 28 finde ich ein bisschen. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen Kunden gewinnen. Also erstmal so. Gucken, wie der erste Tag so ist. Wir gehen mal in die Zentrale und werden mal da alles starten. Auch schön ist hier diese Iglo Village. Wirklich Iglus mieten kann und ja, hier steht mein Auto, das kann man sich nicht angucken. Vielleicht verkaufe ich das mal gucken. Ja, was auch bestückt werden muss, sind die Shops, glaube ich, die wir dann auch bestücken müssen, um Geld zu verdienen. Das können wir dann auch noch machen. Das heißt, wir hätten eigentlich genug zu tun für 3, 4, 5 Leute. Definitiv. 2 fahren Raupe. Einer kann die Shops beliefern. Einer kann sich hier ums Seil oder mehr um die Seilbahn kümmern. Zu tun wäre. Also für alleine ist die Map einfach zu, ne, nicht zu groß, sondern man hat schon zu viel, ne? Der wirtschaftliche Aspekt ist ja hier eher beitrangig, hier ist ja eher so dieses Betreuen und Bedienen alles. So, hier ist auch schon alles abgegeben. Fahren die schon langsam hoch oder was machen die? Nee. Das machen wir erstmal hier. Dieses ist mal so langsam fertig machen. Bikeparks, Swim, P1, P2 und so ist alles geöffnet. Ah, hier sind die.
Ups, ich weiß nicht, ob sie schon Geld verdienen. Machen wir erstmal alles an hier. Geht. Aber die Farbe gleich bestimmen. Mal grün. Lass es bei weiß. Wobei blau schon auch gut aussieht. Machen wir mal blau hier, komm. Die fahren alle hoch, ja, 8:30 Uhr macht's auf. Die Kassen. Ah, hier hat er auch schon aufgemacht, okay. So, dann lassen wir mal wieder zurück zu der großen. Wie gesagt, hier ist so eine Gruppenbahn, nennt sich das, Javi Express. 8:30 Uhr bis 23 Uhr. Dann können wir schön mit den Puppen fahren, nicht 16:30 Uhr. War ja nur eine Kindergartenbahn beim letzten Mal. Jetzt können wir wieder tappen. Denn jetzt sind wir ja hier unten. Zweite Bahn hier rausgefahren. Ihr seht, da ist die Weiche 2 raus. Was ich noch nicht gesehen habe, ist hier der VIP. Vielleicht fährt er auch hinterher, ich weiß es nicht. Die fahren ja jetzt alles die Bahn hier vorne, die Bahn ja. Die Waggons fahren ja jetzt hier hoch. Ihr seht, da kommen auch schon die ersten zurück. Es gab auch irgendeine Taste, wo man sich hier. Irgendwie holen konnte, ich weiß es nicht. Ah, hier, guck mal. Hier kann ich mich im Flugmodus gehen, glaube ich. Im Fotomodus. Und dann können wir nach hier oben schauen. Ist übrigens die Backspace-Taste, also oben zurück. Na, guck mal, hier ist die andere Bahn. Die fährt schon höher hier, ne? Nice. So, dann können wir wieder hier schön in die Karibik gehen. Finde ich ganz schön gemacht. Fährt auch jetzt. Auch die Sessel sind schön, ne? So einzeln bestickt mit dem Logo von hier für der Marke. Wie heißen die jetzt hier die? Doppelmeier. Jetzt fährt der letzte aus, oder? Hier vorne die Weiche 1 hoch. Ausgeweicht, ausgeweicht, ja. Ausgeschert. Aktuell noch rückwärts. Ich habe hoffentlich gleich ändert. Kann ich mal schauen, was das so eingestellt ist. Sieht.
die Beleuchtung, ne? Und mal schauen, ob er die jetzt gleich mitnimmt. Die soll wohl Musik haben, das ist wohl die VIP-Gondel. So, jetzt müssen wir die ja hier irgendwie versuchen. Mit ist okay. Machen wir die hier auf vorwärts. Hier noch die Dings machen. Ein Schickschein. Auf. Ah. Ist jetzt bitte nichts bereit, okay. Sehr schön. Jetzt gehen hier die Dinger auf, hoffentlich. Zu M. So, mal die Bubble können wir wieder aufmachen. Wir sind ja abgesichert. Alles richtig schön, ne? Bin mal gespannt, wann es hier losgeht. 8:30 Uhr natürlich. Mach ich mal auf 5. Boah, ich schieße noch ganz schön los hier. Gefällt mir. Ich glaube, wir werden die 2000 werden wir schon locker wieder einnehmen. Die Pisten präparieren, denke ich auch. Je nachdem, wie viele jetzt kommen. Ja. Wieder aufmachen. Hat der automatisch geschlossen? Ah, ist schon schön. Schönes Bild hier. Mit dem Mond. Den Polarlichtern und alles. Sehr schön. So. Rechne gleich aus. Ich würde nämlich gerne mit einem anderen runterfahren. Mit so, einmal hier. Ja.
zwar ist hier, glaube ich, gleich die Tür auf. So, uns hinsetzen. Auch schön, ne? Jetzt schließt gleich die Tür. Da ist sie zu. Und da fahren wir runter. Der will schon in den Urlaub. Schön. Ich werde schon schön schnell, ne? Ich habe jetzt auch mal auf schneller gestellt hier, dass wir 8.30 Uhr haben, damit wir dann auch gleich die Gäste empfangen. So. Bin ich gespannt, was da wie es aussieht. Gäste hier noch null, aber müsste gleich losgehen. Alles auf. Also wir können uns mal ein bisschen noch umschauen. Was haben wir denn? 17 Minuten, ja. Wir können noch ein bisschen umschauen bei den anderen Bahnen. Da so aussieht, ja, hier ist die, muss es mal einschalten, so. Aber noch eine kleine Bahn. Und hier so durchgehen. Ja, hier sind auch die Iglos, ne? Santa's Trail. Okay, jetzt zieht die hier nach oben. Also auf. Na gut. So, haben wir denn schon Gäste? Nee, noch nicht. Hier die Piste 2 und die Piste 3 müsste jetzt auch hier sein. Ich bin sogar über die Piste 3, also vielleicht ist das noch nicht ganz. Das ist der Express, fährt hier drüber. Das ist die Gruppenbahn, wo wir an der Zentrale gestanden haben. Nicht, ne? Ja. Ist auch irgendwas. Ist auch so eine kleine Blattbahn. Seilbahn sind ja auf, oder?
Abgeben. Und wir übernehmen wieder. Kredite, Pisten. Und alle auf. Okay. Hütten. Nur eine, okay. Die Mowgli-Hütte. Öffnet, okay. Könnte die denn sein? Besten Fall oben, ne? Coming soon, 21. Womit wir hier drüben jetzt hochfahren können. Irgendwie war da noch was, ne? Ja, wie Express, das war auch schon durch. War auch schon. Gäste? Noch keiner, okay. Und du fährst vielleicht auch alleine hier. Mir gefällt's hier. Die Frage ist, wie lange das Geld reicht. Müssen wir hier gucken. Was wir hier so haben, was da Coming Soon ist. Ah. So. Ach, Bike Park, okay. Was haben wir hier? Genau, das ist die Bahn. Wo man abfährt. Kann, glaube ich, sagen, hier irgendwie. So, Kameramodus. Tür auf, aber er fährt zumindest. Ja, haben wir denn jetzt mittlerweile Gäste? Negativ. Wahrscheinlich noch zu früh. Ja, nichtsdestotrotz mache ich hier Stopp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst noch einen Daumen da und beim nächsten Mal sind wir erstmal wieder auf der anderen Map. Und vielleicht dann schon mit den anderen. Bin mal gespannt. Bis dahin, euer Steffen. Ciao. Thank you.